Hallo, ich bin Robert vom Ersatzteilshop und ich beschäftige mich jetzt mit dem Tausch des Umluftventilators eines Backofens. Komm am besten mal ran. Der Ventilator im Backofen ist hier an der Rückseite und dreht im Prinzip dieses Rad dort an, um die Luft zirkulieren zu lassen im Backofen. Und wenn euer Ventilator kaputt ist und sich nicht mehr dreht und damit eben auch die Umluft nicht mehr funktioniert, kann es sein, dass ihr dieses Bauteil tauschen müsst. Und ich zeige euch jetzt in diesem Tutorial, wie das funktioniert. Und wahrscheinlich habt ihr ja gerade das Problem. Und deswegen gehen wir das einfach jetzt mal gemeinsam an. Grundsätzlich müssen wir dazu das Gerät komplett öffnen. Das heißt, wir müssen den Deckel abbauen, wir müssen die Rückseite abbauen, brauchen dazu ein paar Werkzeuge und ganz, ganz wichtig, wir brauchen Handschuhe, denn diese Bleche sind extrem scharfkantig und wenn ihr keine Handschuhe habt, schneidet ihr euch zwangsläufig beim Wechsel des Ventilators und das wollen wir ja nicht. Grundsätzlich brauchen wir so ein paar Werkzeuge. Ich habe jetzt hier einen Schraubendreher mit einem Torx-Aufsatz. Ich habe eine Spitzzange, um die Steckfahnen abzuziehen und ich habe einen Akkuschrauber mit einem Torx-Bit, damit ich die Schrauben umlaufend hier abmache, weil mit dem Schraubendreher wäre das ganz schön viel Arbeit. Und grundsätzlich ist natürlich zu beachten, wenn ihr hier ran wollt, muss das Gerät stromfrei sein, aber die Warnhinweise blenden wir euch noch ein. Wir fangen einfach mal an. Wir beginnen also mit dem Öffnen des Gerätes. Dazu müssen wir jetzt zuerst einmal den Deckel abbauen. Ihr könnt schauen an eurem Gerät, also ich gehe jetzt hier erstmal rum und wir haben hier einen geschlossenen Deckel und eine geschlossene Rückseite und wir müssen hier hinten ran, wir müssen die Rückseite abbekommen. In dem Fall haben wir den Deckel und der Deckel hält quasi die Rückseite mit. Ich baue den gesamten Deckel ab, damit ich hier nichts verbiege. Es kann sein, dass ihr am Ende nur die Rückseite abbauen müsst, aber das seht ihr dann. Und wir fangen jetzt ganz einfach mal an mit allen Schrauben, die hier zum Deckel gehören. Auf der Seite sehe ich jetzt nur die zwei, also drehe ich die beiden Schrauben raus. Hier habe ich die nächste Schraube, die muss auch noch raus und wie gesagt, die Schrauben variieren von Gerät zu Gerät. Das sind nicht immer die gleichen wie in dem Fall hier. Das ist jetzt ein Neff-Backofen. Da habe ich solche Torx T20-Schrauben und die müssen alle raus. Bei euch kann das ein anderes Schraubformat sein. Aber wie gesagt, wichtig ist erstmal umlaufend alle Schrauben vom Deckel abzuschrauben, wenn der Deckel mit der Rückseite verbunden ist. Wenn das erledigt ist, könnt ihr den Deckel erst einmal abheben. Seid hier vorsichtig, das sind eben genau diese scharfen Kanten. Und wenn ihr keine Handschuhe anhabt, dann werdet ihr euch wahrscheinlich zwangsläufig schneiden. Da habe ich meine Erfahrung schon mitgemacht und das brauche ich jetzt nicht nochmal. Wenn wir den Deckel geöffnet haben, schauen wir uns die Rückseite an. Diese gesamte geschlossene Rückwand müssen wir auch nochmal demontieren. Und da sehen wir hier auch noch ein paar Schrauben. In dem Fall habe ich hier oben rechts eine Schraube, die kommt also raus. Oben links das gleiche und sortiert euch die Schrauben. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe mir die Schrauben vom Deckel hier drüben hingelegt und die Schrauben von der Rückseite hier, damit ich am Ende auch wieder alle Schrauben an die richtige Stelle baue und gucke dann umlaufend nochmal, wo ich noch Schrauben habe. Die Rückseite wird hier noch gehalten und hier unten, das heißt die beiden Schrauben müssen auch noch raus. Das gleiche auf der Gegenseite. Und dann habe ich hier noch am Übergabepunkt für das Stromkabel an dieser Steckverbindung nochmal eine Schraube. Die muss natürlich auch raus. Und auf den ersten Blick habe ich jetzt alle Schrauben gelöst und nehme die Rückwand einfach ab. Die hakt hier noch. Und zwar seht ihr es hier genau. Die Rückwand hat hier nochmal so eine Sicherungsnase, die hier so eingeklickt ist und über die müssen wir drüber hebeln. Wenn das jetzt so nicht geht, dann müssen wir ein bisschen weiter oben anfassen und biegen so ein bisschen an dieser Blechkante nach vorn und hebeln uns das Ganze raus. Und im schlimmsten Fall nehmt ihr einen Schlitzschraubendreher, setzt den hier an und hebelt vorsichtig, aber verbiegt bitte nicht das Blech. Wenn wir das haben, sind wir schon an der Rückseite und kommen zu unseren Bauteilen. Und jetzt haben wir das Gerät einfach mal komplett aufgeschraubt und sehen hier von der Rückseite schon den Antrieb für diesen Ventilator, den wir jetzt tauschen wollen. Und
Den sehen wir hier und wir sehen, dass da auch im Endeffekt nur ein Kabel hingeht. Und wir fangen aber jetzt erst einmal von der Vorderseite an, uns dieses Luftrad freizulegen, damit wir dann den Ventilator am Ende auch nach hinten entnehmen können. Das heißt, ihr habt hier auf der Rückseite des Gerätes so eine Abdeckung, so eine Rückwand, und die ist meist mit 4 Schrauben versehen. Und die 4 Schrauben müssen jetzt erstmal raus. Ich lege die Taschenlampe mal hier in die Ecke und mache einfach mal los. Auch hier ist wieder links herum heraus und rechts herum rein. Also drehen wir die Schrauben alle links rum raus. Wie gesagt, das sind nur die 4 Schrauben. Und bei der letzten müssen wir aber vorsichtig sein, dass uns die Rückwand nicht einfach nach unten absaust. So, bei der letzten Schraube passen wir jetzt auf, dass die Rückwand nicht absaust, und nehmen uns diese gesamte Rückwand und legen uns die jetzt hier in dem Fall erstmal aufs Gerät und sehen jetzt schon im Inneren, wo wir ran wollten. Das ist dieses Luftrad, nenne ich es einfach mal, oder Laufrad. Im Prinzip wird das von dem Motor angetrieben und durch die Drehbewegung wird dann hier diese Umluft erzeugt. Wir haben jetzt hier noch den Ringheizkörper, das heißt, es ist ein Gerät mit Heißluft. Ein Ventilator haben grundsätzlich alle Geräte mit Umluft und Heißluft, aber das sollten so ziemlich alle mittlerweile am Markt sein. Nur noch Ober- und Unterhitze hat ja kaum noch jemand. Und jetzt brauchen wir hier, um diese Mutter zu lösen, einen Maulschlüssel oder einen Aufsatz mit einem Ringmaulschlüssel. Und das haben wir jetzt hier. In dem Fall ist eins zu beachten. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, links herum ist locker und rechts herum ist fest. In dem Fall ist es genau andersrum, weil dieses Laufrad sich ja auch permanent mitdreht. Das heißt, wir müssen in dem Fall rechts herum locker schrauben. Das ist wie bei der Gasflasche. Und wir können jetzt mit einer Hand das Laufrad gegenhalten und mit der anderen Hand diese Mutter lösen und müssen die aber rechts herum lösen, entgegen unserer gewohnten Praxis. Wenn das erledigt ist, können wir das Laufrad nach innen entnehmen und haben jetzt das Ganze freigelegt und können wieder auf die Rückseite, um einfach den Ventilatormotor auszubauen. Und das machen wir jetzt auch noch zusammen. Und dann sehen wir hier auf der Rückseite auch schon den Ventilatormotor und diesen wollen wir ja ausbauen. Wir schauen uns jetzt erstmal den Motor an, weil da auch da gibt es verschiedene Modelle. Die einen sind im Prinzip direkt am Motor gepinnt, in dem Fall ist es aber nicht so. Das heißt, ich habe hier keinen Stecker, den ich abziehen kann. Also folge ich einfach dem Kabelstrang und schaue, wo er auf der Platine aufläuft. Und das ist genau dieser Stecker und dieser Stecker hier ist jetzt auch so konfektioniert, dass man ihn abstecken kann. Und den zieht ihr euch ab und den kann man am Ende dann auch genauso wieder aufstecken bei dem neuen Ventilatormotor. Dazu löst ihr euch im Prinzip das Kabel raus und sortiert euch das Ganze. Dieser Ventilatormotor ist jetzt im Prinzip nicht mit Schrauben gesichert, sondern einfach nur, also man muss immer der Logik folgen. In dem Fall sehe ich jetzt hier diese Drehschlitze, die alle in die linke Richtung zeigen und weiß, okay, den dreht man einfach links herum raus. Wenn ihr Schrauben habt, müsst ihr die Schrauben lösen und wenn ihr eine andere Aufnahmevorrichtung von eurem Ventilatormotor habt, das seht ihr dann schon. In dem Fall sehe ich jetzt hier diese Schlitze und ich sehe auch hier, wenn ich ganz genau hingucke, ich hoffe, man sieht es, so eine kleine Metallnase und die muss ich dann erstmal reindrücken und den Motor quasi versuchen rauszudrehen. Umlaufen habe ich diese Metallnasen auf allen Seiten. Das heißt, ich drücke die überall rein. Und das kann ein bisschen Friemelarbeit sein, aber wenn ihr dann den Druckpunkt hier haltet und den Motor genau gedreht lasst oder unter Druck lasst mit einer Drehbewegung, dann könnt ihr ihn nach dem Lösen dieser kleinen Nasen komplett rausdrehen und eben nach hinten entnehmen. Damit haben wir jetzt hier diesen Ventilatormotor oder diesen Umluftmotor und ich könnte jetzt das Ganze noch ausfädeln. Ich will den aber wieder einbauen, weil der nicht kaputt ist. Ich wollte es euch jetzt im Prinzip nur zeigen. Und beim Einbau geht ihr dann einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder vor. Ihr nehmt diesen Motor, setzt ihn hier wieder ein, setzt ihn in die dafür vorgesehene Führung und dreht ihn ganz einfach wieder fest. Das folgt quasi dem Modell des Ausbaus und schaut dann, dass er eben gegen das Gegendrehen gesichert ist.
Oder ihr baut einfach die Schrauben wieder rein, die ihr abgebaut habt. Und jetzt in dem Fall bauen wir jetzt einfach den Stecker wieder auf. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier keinen kaputten Motor gehabt. Demzufolge habe ich einfach den neuen wieder reingebaut. Bei euch wird das sehr wahrscheinlich anders sein. Wir gehen wieder auf die Vorderseite und schauen hier wieder rein und haben jetzt hier im Prinzip alles in umgekehrter Reihenfolge noch zu erledigen. Das heißt, hier schaut wieder die Welle vom Motor durch. Da setzen wir jetzt erst einmal das Lüftungsrad wieder auf. Und dann unsere Mutter. Und jetzt ist wieder wichtig beim Anfädeln, aus Reflex macht man das immer rechts herum. In dem Fall müsst ihr hier wieder links herum drehen, sonst passiert da nichts. Und eure Ratsche stellt ihr euch jetzt auf links herum ein und dreht diese Mutter wieder fest. Und das, indem ihr einfach hier am Lüfterrad einfach ein bisschen haltet und dann das Ganze handfest dreht, das reicht schon vollkommen aus. Jetzt ist es im Prinzip nur noch die Rückwand. Und die setzen wir jetzt auch noch an. Und beim Festdrehen geht das Ganze wieder rechts herum. Also schrauben wir jetzt reihum alle vier Schrauben wieder fest. Auch hier reicht handfest aus. So, und damit sollte ich euch verbildlicht haben, wie ihr diesen Ventilatormotor tauschen könnt. Die passenden Ventilatormotoren findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch auch nochmal, wie ihr zu der Typnummer eures Backofens kommt. Und wir schließen jetzt zusammen einfach das Gerät. So, und ich freue mich, jetzt kann ich wieder den Akkuschrauber nehmen und spare mir das ganze Schrauben mit der Hand. Grundsätzlich zieht euch jetzt eure Handschuhe wieder an, damit ihr euch nicht verletzt. Und wir schieben jetzt einmal die Rückseite auf. Wir hatten ja ganz am Anfang diese kleinen Nasen hier noch gelöst und setzen diese erst einmal auf und nehmen uns dann unsere Schrauben. Ich habe mir die Schrauben für die Rückseite ja auf die rechte Seite gelegt und diese Schrauben müssen jetzt alle wieder montiert werden. Die eine Schraube hatten wir hier an dem Stecker für den Elektroanschluss. Die Schraube kommt wieder rein. Und dann gehen wir reihum. Die Schraublöcher müssen natürlich alle passen und drehen jetzt jede Schraube einzeln wieder rein. Und wenn das erledigt ist, dann setzen wir den Deckel wieder auf und müssen auch hier diese verbleibenden 6 Schrauben nur noch montieren. Das machen wir jetzt auch noch zusammen. Hier schauen wir erst einmal, dass wir den ordentlich gerade drauf liegen haben und dass wir dann auch unsere Schraublöcher sehen, was jetzt hier der Fall ist. Fädeln uns die Schrauben an und machen alle wieder fest. So, und ich hoffe, wir konnten mit dieser kleinen Reparatur jetzt euren Backofen retten. Ihr habt nicht nur Geld gespart, sondern auch die Umwelt geschont. Wenn das hier alles funktioniert hat und ihr zufrieden mit unserem Video seid, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich beschäftige mich permanent mit der Reparatur, Pflege, Instandhaltung von Haushaltsgeräten. Wir versuchen damit ganz einfach der Umwelt ein bisschen einen Dienst zu erweisen, in dem nicht alles weggeschmissen wird, was nur einen kleinen Defekt hat. Gerade bei diesen kleinen Reparaturen könnt ihr euch selber helfen. Und wie gesagt, lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal. Und mir bleibt nur noch zu sagen, ran ans Werk!